Boah, das hier ist der Hammer. Das hier ist quasi ein Motorrad-Clubfahrzeug, bei dem man 2, 3, 4 Motorräder je nach Länge transportieren könnte. Also die können direkt dran gemacht werden. Das Ganze aus Stahl. Es hat so viele Türen, dass nur noch der Rahmen am Schluss stehen bleibt. Ich zeige euch das mal gerade. Wenn es mal regnet und ihr werdet auf einer Veranstaltung, habt das nachfolgende Fahrzeug dabei oder irgendwas anderes, dann könnt ihr das Ganze hier ganz einfach ausklappen. Und das geht so einfach. Auf der anderen Seite sieht man es eigentlich ganz gut, wie es gemacht ist. Du bist der Reinhold. Ja, servus, hallo. Ja, das ist die Jan, hallo. Hallo. Auch das hier wieder mal aus der Schwäbischen Alb, eine unglaubliche Qualität. Riffelblech, alles aus Stahl bei euch? Ja. Aluminium und Stahl, richtig, genau. Stahl verzinkt und Aluminium, richtig. Was krasses ist der Preis. Wo wird der ungefähr liegen mit den Treppen und allen drum und dran? Also der liegt irgendwo bei 14.000, 15.000 Euro, wird er so sein. 14.000, 15.000 netto ohne Steuer. Das ist ein Industrieanhänger, ja. Richtig. Industrieanhänger, den habt ihr extra umgebaut, da wären beide Treppen schon dabei. Da könnte man aber auch hier vorne jetzt einen Grill reinmachen. Man könnte das praktisch alles auflassen. Ja. Man könnte auch hier eine Zapfanlage reinmachen für Motorradclub oder irgendwas, genau, den zumachen. Was würde dir einfallen? Ich wollte gerade sagen, Überschlagssimulator, aber ich glaube, das wäre jetzt weit hergeholt. Der war nämlich dafür auch gebaut. Also hier kommt später ein Überschlagssimulator rein. Das hier wäre jetzt ein Showcar, aber mir fallen da schon 10.000 Sachen ein. Ist das schwer zu schließen hier eigentlich? Oder? Sag mal bitte. Also du hebst das Ganze an, dann wird es adaptiert. Die Motorräder kämen vorher rein. Hinten die Klappe ist auch zu öffnen. Guck mal hier, die Qualität hier, wie das Ganze drin ist. Und dann wird geschlossen, eine Stahlkonstruktion. Auch die ganzen Riegel kommen aus dem Nutzfahrzeugbereich. Ja. Die dürfen sich ja auch nicht öffnen während der Fahrt. Und die sind auch mehrfach verriegelt. Du hast zwei verschiedene Systeme. Ja. Ein Schloss und dann kannst du zusätzlich, glaube ich, nochmal ein Zusatzschloss drauf machen. Da können wir jetzt das Vorhängeschloss in das Loch reinmachen. Da vorne ist das Loch, da kommt das Vorhängeschloss rein. So ist er zu. Mach ihn nochmal bitte auf. Farbe kann ich wählen oder ist er immer... Farbe können Sie wählen, weiß oder silber, ja? Weiß oder silber. Ähnliche Fahrzeug in weiß und immer also Riffelschotze unten drin. Okay. Das ist cool. Der kommt denn zulassungsfähig, das heißt, der ist natürlich dann schon getüft. Genau, richtig. Ja. Kommt mit einem Fahrzeugbrief, Papiere, alles was ich brauche für die Zulassung und dann, ja, dann brauche ich eigentlich nur noch hier die Halterung reinmachen. Ja, und dann ist mal fertig. Bist du fertig, hast deinen Anhänger, könnt auch ein Bett reinmachen. Man könnte auch hier eine Übernachtungsmöglichkeit, Rock am Ring fällt mir da direkt ein, was du hier machen kannst. Also die Basis ist schon mal fertig und ja, die Firma König wäre nicht die Firma König, wenn sie noch ganz viele andere Fahrzeuge hätte. Ich gehe mal ganz kurz drum rum. Breite von dem Fahrzeug hier, von dem Anhänger? Der hat ein Innenmaß von 2,10 Meter. 2,10 Meter, also sehr handlich. Ja. Gott, das ging auch breiter auf Wunsch, oder? Geht breiter, ja. Das war speziell der Anhänger. Gott, der sollte so schmal sein, dass er wahrscheinlich kommt. Das ist ungefähr das Leergewicht von dem? Der hat 4 Räder, der wird irgendwo bei 1100 Kilo sein. 11, 1200 wird er leer haben. Ja. Plus Steuer. Kilo, Gewicht, oder? Das war ein Scherz. Ach so. Warte mal, gerade weil eben der Preis plus Mehrwertsteuer war. Also der dann reinkam. So, und werden uns gleich mal noch was anderes anschauen. Ja, wir sind bei der Firma König Trailer. Ja. Bekannt seid ihr ja geworden durch den großen Extent. Hättest du gedacht, dass er so einschlägt? Nein, eigentlich nicht. Wobei, es freut mich natürlich, klar. Sehr schön, und das können wir gerade noch mal zeigen. Du hast nämlich eine Neuigkeit, die haben wir eben gefilmt. Könnt ihr euch gleich mal ansehen. Du hast den Extent jetzt gebaut auf einem LKW, das allererste Mal. Ja, richtig, genau. Das ist unser erster LKW-Aufbau, richtig. So, gibt es einen eigenen Film drüber, könnt ihr euch gleich angucken. Vielen Dank fürs Einschalten. König Trailer, und das Ganze werde ich euch dann noch mal verlinken in der Videobeschreibung. Bis gleich, tschüss.